Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Drug Dealer Simulator. Ja, ich habe eine neue Hütte eingerichtet. Und zwar befinden wir uns jetzt gerade hier in dem Gebiet hier. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ach, hier in, ist das nicht Old Town? Ja, ja, klar. Rock hier. Wo der Eddie wohnt. Und ich habe schon die Lieferung da abgeholt von dem Kartell und auch weggebracht. Oder habe ich die noch nicht weggebracht? Ich wollte die wegbringen. Allerdings war die Polizeistunde, genau. Und da kam ich dann nicht rüber, weil ich weiß nicht mehr genau den Weg. Und habe dann schon mal angefangen, ein bisschen hier eine neue Hütte einzurichten. Da habe ich mir leider die ganzen Möbel in die falsche Hütte bestellt. Eigentlich wollte ich eine ganz andere haben. Aber nun gut, egal. Ich nehme, wie es kommt, ne? Und so ist es jetzt gekommen. Wir haben jetzt hier ein paar Arbeitstische. Einen Arbeitstisch, einen mit einem Computer. Und hier kommen noch, wenn die Apotheke offen hat, ein paar Döschen und so weiter hin. Hier haben wir ein paar Safe. Und hier haben wir unsere kleine Farm. Ja, dann gehen wir nämlich ein bisschen auf Cannabis wieder. Aber da möchte ich mir erstmal ein richtig schönes Lager aufbauen mit richtig viel Stuff. Das wäre schön. Und dann kann ich auch wieder Cannabis aktivieren und werde dann mal die anderen Sachen alle deaktivieren. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, was im Computer so abgeht. So, was haben wir denn hier? Okay, das habe ich fertig. In der Wohnung habe ich das fertig. Hier haben wir eine Geldlieferung, die nehme ich mal an. Achso, wie war das denn nochmal? Ich hatte jetzt länger Zeit wieder Pause gehabt. Deswegen muss ich jetzt erstmal wieder reinkommen. Und auch Geld, wunderbar, nehme ich auch. Und ich habe jetzt vor, da wir ja jetzt soweit durch sind, denke ich mal, will ich die noch vervollständigen hier. Und dann würde ich sagen, sind wir auch durch mit dem Game. Weil was anderes werde ich ja nicht mehr wirklich machen können. So, neue Aufgabenliste. Und zwar soll ich... Wo sind die denn? In welchem Bereich? Ah, die sind alle da hinten. Okay, gut. Wunderbar. Dann auf. Habe ich überhaupt jetzt Stuff dabei? Ich habe gar nichts dabei. Guck mal, ich bin so sauber, ne? Bin so ein sauberer Typ geworden. Mach ja nichts, ne? Verkaufe nichts mehr. Bin richtig sauber. Die können mir gar nichts, können wir die Koppers hier. Zack. Rübergesprungen. Das bisschen Geld, was ich da mal auf der Tasche oder so habe. Oh nein, steh doch nicht immer dahinter. Wupp. Parcours. Bin schon da. Moin. Ach ja, das war mit F. 1400. Vielen Dank dafür. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. So. Boah, was ist denn da für eine Versammlung? Was ist mit dem Typ? Warum steht er da? Ich weiß es nicht. So, ich muss jetzt noch zu ihm hier. Hä? Hä? Moin. Dankeschön. Was bist du denn für einer? 198. Was bist du denn? Da habe ich ein Ausrufezeichen. Jo, alles in Ordnung. Ich bleib stehen, ich hab nichts. Alles gut, alles entspannt. Don't try anything stupid. Alles gut, Meister. Was haben wir denn? Was hatten wir denn? Ah, Polizeistunde. Aber egal, jetzt haben wir einen neuen Tag. Das Geld habe ich trotzdem noch am Start. Wunderbar. So mag ich das. Warum haust du mich denn hier raus? Was gibt's denn hier? Schade, dass man die Töpfe und so nicht mitnehmen kann mehr. So. Aber... Ah, genau, dann können wir das doch so machen. Pass mal auf. Gehen jetzt mal rüber. Nehmen das Koka mit und liefern das schon mal aus. Dann ist das nämlich auch durch. Der hat eine Frage. Ich habe keine Antwort, mein Freund. So, nichts. Ah, habe ich die verarscht, wa? Der hat auch eine Frage hier, der Kollege. Ja, hier habe ich ein bisschen was drin. So, das packen wir schon mal raus alles. So, 3 Stück nehme ich schon mit. 24 brauchen wir. Und hier habe ich den Rest. Ach nee, warte mal. Das ist Koki. Ja, nimm die doch mit, die Proben. Die wollen doch alle was haben.
Gut, dann gehen wir los. Wo ist der Typ? Johnny. Johnny, alles gut? Läuft's bei dir? Wunderbar. Bin ich gut. Ja. Meister, einmal stehen bleiben, bitte. Guck mal hier, pass mal auf. Ich habe was richtig Tolles für dich. Wie war das denn nochmal? Drag and drop, so, ne? Jawohl, wunderbar. Eins, zack, bitteschön. Ja, kauf dir was Schönes. Mach den schönen Tag. Johnny! Wo war der andere? War noch einer. Ich will hier rein, ne? Ich glaube, ich mach das auch. Hey, Meister! Dich habe ich gesucht. Wo warst du? Ich habe ein Geschenk für dich. Ja, klar. So, ein, bitteschön. Moin, was hast du nochmal? Mischplatte. Ah, die bräuchte ich auch. Ah, nee, die brauche ich gar nicht. Das brauche ich alles gar nicht mehr. Das ist so wenig. Geld habe ich eingezahlt. Genau, Geld habe ich eingezahlt. Und, Shit, ich habe vergessen, was ich hier wollte. Die Haarklammern. Ah. Gut. Gutes Ding. Gutes Ding. Huch. So. Ich wollte schon immer mal wissen, was da los ist, ne? Der Musik hier. Hä? Ging das nicht? Ich hab doch Haar... Macht der das nicht? Ich kann doch sonst in eine Hütte. Nehmen wir mal... Oder nehmen wir mal hier die Tür hier. Da kann ich das mit dem Lockpit machen. Dort aber nicht. Hier kann ich das auch machen. Okay, nur in dem Bereich wohl nicht. Klasse. Geil, freue ich mich drauf. Gut, wir stellen uns jetzt mal... Ich glaube, das wäre zu nah, ne, wenn ich das hier werfe. Ich mache das wie immer hier. Obwohl, das wird mit dem Seesack, könnte das auch sogar schwierig werden, ne? Oh, wunderbar, so. Wie war das denn nochmal? B gedrückt halten, ne? Ring und B. Ja, mit dem Seesack wird es schwierig werden. Das ist eine unsichtbare Mauer. Wand. Jo. Warte. Jawohl. Moin, Meister. Ja, ist kein Problem. Kein Problem. Durchsuch mich ruhig. Ich habe gar nichts. Gar nichts gemacht. Okay. Ja, klar. Na, klaro. Glaubst du denn? So, Seesack ist am Start. Jetzt muss ich kurz gucken. Das ist wieder im Auto, ne? Müsste das Auto sein. Jawohl. Ey, nee. So. Klasse, 700 XP. Hatte ich nicht irgendwo hier eine Hütte mit dem Computer? War das nicht so? Was ist denn hier los? Abgeschlossen. Lockpit. Hier geht das. Wie war das denn nochmal? Alte F gedrückt, um das Schloss zu drehen. Ja, mache ich. Geht aber nicht. So, hier. So, so. Ach. Verarsche hier. Wunderbar. Auf hier. Hatte ich hier einen Computer? Muss mir in jede Hütte einen Computer hinstellen. Mein Geld habe ich ja genügend, ne? Moin. Ich habe nichts. Ich habe kein Geld leider mit. Schade, hätte ich mir noch ein paar Bitcoins gekauft. Raus. Lass mich raus. Tschüss. Muss wieder rüber. Ich muss wieder rüber. Ich muss das Geld abholen. Theo Camilo ist von Kohli abhängig. Das heißt, ich muss aber auch immer wieder... Oh, gut, dass ich nicht durchgegangen bin. Ich habe meinen Kohli noch mit dabei. Oh nein.
Geht das von hier aus? Kann ich das von hier aus rüberwerfen? Glaub nicht, ne? Doch. Alles gut. Moin. Hey, you. Ja? Stop right there. Da liegt ein Sack. Carrying any drugs or weapons? Nein. Wie oft durchsuchst du mich am Tag eigentlich? Du müsstest mich doch jetzt eigentlich schon kennen und so durchwinken. Was ist das denn? Ein Sack. Dachte, das wäre vielleicht meiner. Koppers. Koppers, Koppers, Koppers. Zack. Hier bin ich. Der hat eine Frage. Die beantworte ich ihm. Moin. Bitteschön. Aber hier geht das echt nicht. Warum geht es mit der Tür nicht? Was ist mit der Tür? Nee. Zurück. Komische Gegend hier. Johnny, was treibst du hier an meinem Haus hier rum? Soll das? So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben die beiden. Wir können denen sagen, um Meeting bitten. Jo, ich muss dich sehen, ist dringend. Ja, wir haben das Paket. Gute Arbeit. Komm jetzt und hol dir deine Knete ab. Nimm keine Tasche mit, du kriegst von uns einen Koffer. Klar krieg ich einen Koffer. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Koffern. Geldlieferung, nehme ich an. Wunderbar, lass mich raus hier. So, einmal den Sack hier hin. Der gute. Den brauche ich gleich noch. So. Ja, ihr könnt mich mal, ich hab nichts. Da muss ich noch gucken, ob ich den Eddie noch was zahlen muss jetzt eigentlich. Das weiß ich gar nicht. Weil ich habe da was abgeholt. 46.000. Geiles Ding. Und von... Passt das noch rein? Nee, ich bin jetzt schon drüber. Bin jetzt schon drüber. Auch Cops. Aus dem Weg hier. Oh, da kommen auch welche. So. So viel kriege ich da eh nicht unter. Mache ich so. So, dann frage ich mal einmal ganz kurz den Eddie. Ah, ich muss Geld. Ach, shit, 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 shit. 18.000 will er haben. Das reicht nicht, ne? Pass auf. Was ist denn jetzt los? Mach weg. Ach so, ich hab den Seesack. Ah. Natürlich. So, pass mal auf, dann packe ich mal das Geld, was ich... Ach, ja, natürlich kann ich einen Dollar dahin packen. Was ist hiermit? 9.000 Dollar. Dann packe ich hier noch ein bisschen was, sodass ich 18.000 noch drin habe. So, das müsste eigentlich jetzt passen. Dann gehe ich jetzt eben zum Eddie. Gib dem Eddie sein Zeug und hol den Rest dann nochmal von dem vom Ted nochmal ab. Dann ist das auch geklärt, dann habe ich das auch hinter mir. Und dann kann ich auch schon wieder bestellen, ne? 24, dann kommt als nächstes 26. Wenn die weiter so machen. Aber denke ich ja mal. Irgendwann wird der Koffer auch platzen, ne? Der platzt wahrscheinlich jetzt schon. Moin, Eddie. Eddie, ich hab was für dich. Bitteschön. Danke auch. Grüß die Familie. So, jetzt gehen wir einmal zum Ted. Der hat eine Frage. Ich habe kein Zeug mit. Hast du Glück gehabt. Problem ist, die wollen dann auch alles, wollen dann auch alle das Zeug, ne? Also quasi, wenn die von Kohli abhängig sind, wollen die auch Kohli haben. Moin. 2000, ich mag dich. Aber ihr müsst zusehen, dass ihr auch ein bisschen mehr, ne? Ein bisschen mehr macht. Das ist wichtig. So, abgeschlossen. Bargeld zurückholen. Wunderbar. Ja, er treibt sich hier immer noch rum.
Dann warten wir mal auf die Polizeistunde, dann zahle ich das auch alles ein. Oder zahle ich das überhaupt alles ein? Oder soll ich vielleicht doch ein bisschen was in Bitcoin akzeptieren? Ich glaube, Geld war egal, ne? Soll ich 25.000 mal mitnehmen und in Bitcoin und den Rest zahle ich dann ein? Ich glaube, ja, ne? Was hätte ich denn zum Einzahlen dann noch? Okay, ja. Könnte auch 30.000 Bitcoins machen, ne? Nee, pass mal auf, ich mache das ein bisschen anders. 14.000. Wir passen hier noch rein, nochmal 500. Wie viel kriege ich hier rein? 15, ne? Weiß nicht, warum man das so oft so machen muss. I don't know. Ach so, das Spray ist so viel. Was habe ich hier noch? Gar nichts. Wunderbar. Zack. So, dann habe ich den Koffer über. Nehme ich den Koffer. Ja, genau so mache ich das. Das schmeiße ich hier hin. Aufheben, Seesack. Was haben wir hier noch? Ach, hier habe ich auch noch Bargeld drin. Ich habe zu viel Bargeld. Da hatte ich nur die Haarklammern und Koki. Und was war hier noch drin? Ach, leck mich doch. Ach, leck mich doch. Ich muss unbedingt einzahlen gehen. Wie viel kriege ich rein? Ach, das ist Maximum. Oh, Junge, 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 Junge. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, die 30.000 nehme ich jetzt mit und zahle die jetzt schon mal in Bitcoin ein. Dann kann ich beim nächsten Mal bestellen. Ich gucke nur noch mal eben, wer da geschrieben hat. Vielleicht hat schon Gusto. Ah, nee, so schnell sind die nicht. Doch. Nee. So, Eddie. Habe ich auch bezahlt. Dann können wir bald bestellen wieder. Ja, und die ganzen, ne? Natürlich, die wollen alle was. Aber da habe ich gar keine Zeit für mehr. Ich mach große Geschäfte nur noch. Was soll ich mit den kleinen Leuten da? Meine Güte, was soll das? Gut, investieren wir das nochmal eben in Bitcoin? Hey, you wait. Ach, leck mich. Do you have anything illegal on you? Nein. Aber du wirst bestimmt irgendwie wieder was ausdenken, so wie letztes Mal auch. Alright, off you go. Gut. 30.000, halt einfach auch kein Problem, hey, ne? Die mitzuführen. Don't move or we tase you, buddy. Da darfst du. Kein Problem. Fucking Patho. Du sei vorsichtig. Klopp ich dich um. Hier haben wir noch die Deko-Tante, ne? Moin, grüß dich. Mal hier können wir uns noch Deko kaufen. Was habe ich denn noch? Kontostand nur noch 14.000. Aber guck mal, schöner Tisch. Hier, gekauft. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Das ist das Problem. Du hast ja keinen Platz so wirklich. Hängepflanze und so weiter und so fort. So die Couch, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist nur die Frage, wohin. Oldschool-Schrank. Kleine Oldschool-Kommode. Da könnte man so einen schönen Tisch hinstellen. Aber lasse ich das mal. Das probiere ich noch aus. Aber. Was ein komisches Bild. Naja. Aber. Erst ein bisschen später. Hier ist die Apotheke. Da wollte ich mir auch noch was kaufen, ne? Bräuchte ich für das eine Haus noch. Aber keine Medizin. Aber das eilt ja eigentlich auch noch nicht. Pillenmaschine. Weil die brauchen noch ein bisschen. Die Sachen. Man könnte doch auch theoretisch dann Koks und Cannabis nehmen. Schreddern. So eine Pille verarbeiten. Oder? Müsste doch eigentlich gehen. Und dann habe ich ein ganz, ganz komisches Zeug. Wo ist denn die Apotheke nochmal? Hier, da vorne ist es. Die halten mich bestimmt jetzt wieder an. Doch nicht. Ha, Glück gehabt. So, rein hier. Moin, Meister. Ach, das geht jetzt wieder nicht, weil ich voll bin, ne?
Ich kann nicht komplett eintauschen. Oder? Ich probiere das mal mit 30.000. Manchmal macht er es, manchmal sagt er, du bist voll. Ja, siehste. Nimm mal nur einen 400er weg. Jetzt nimmt er nur 15.000. Was sagst du jetzt? Jetzt nimmt er die 30.000. Okay, wunderbar. So, dann schraub mal ein bisschen runter. So, noch ein bisschen. Noch ein Ticken. Ja, reicht. Ey, bin ich ja bei 28. Schon auf 29 bleiben. Da. Akzeptiert. Wunderbar. Akzeptiert. Klasse, 29.000. Nee, das war's. Bin ich fertig mit dir. Hast aber eine schöne Tralla hier. So, Bitcoin funktioniert auch. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.